Hey und willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einem kleinen Video, wie immer, für zwischendurch. Und heute ein Vorschlag von Alexander, der geschrieben hat, such mal im Internet nach Herr Bergmann-Memes. Alexander, nur für dich habe ich mich jetzt auf die Suche begeben und ich habe noch gar nicht geschaut. Ich mache das Video überhaupt erst, weil ich nur gesehen habe, es existiert sowas und ich das total spannend finde. Ich weiß durch den Community-Discord so ein bisschen, dass es eine ganze Reihe von Bergmann-GIFs gibt. Da schauen wir auch gleich rein. Aber wir gucken jetzt erstmal, was gibt es eigentlich so für Herr Bergmann-Memes? Ich erwarte natürlich Großartiges. Das Bild, das verfolgt mich so ein bisschen. Ich weiß auch nicht mal, aus welcher Folge das ist. Aber Leute, hier... selbe Aufnahmesituation. Nur, dass der Schreibtisch ein bisschen weiter war und das Skalax-Regal mehr im Raum stand. Ich weiß nicht, warum ich das damals so gemacht habe. Aber ich finde es jetzt irgendwie freundlicher, oder? Jetzt gefällt mir das richtig gut. In der letzten Folge ist dem jungen Mann hier das Lichtschwert während der Aufnahme aus der Hand gefallen. Das war, dass Herr Bergmann reagiert auf sein... Ich mache nur noch Reagiert-Videos. Herr Bergmann reagiert. Herr Bergmann schaut seinen allerersten Kurzfilm. So, was haben wir noch? Das finde ich sehr gut. Das ist der absolute Knaller. Das finde ich zum Beispiel schon sehr, sehr gut. Für mich schon hier auf jeden Fall einer der ganz, ganz großen Gewinner. Ich bin zu jung dafür. Da weiß ich, haben wir auch eine ganze Reihe von Memes mit Michi, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Wir haben super viele Memes in unseren WhatsApp-Gruppen immer gemacht, die wir von Screenshots aus Discord-Sessions von uns gebastelt haben. Oha, Bergmann, wie sahst du damals denn aus? Was ist denn da los? Mit dem schönen Weihnachtspullover. Auch das Skalax-Regal. Was haben wir denn da hinten? Den AT-AT, der mir leider, der steht hier auch, ist aber leider komplett zerstört. Die Spitzhacke ist auch noch mit am Start. Weiß ich auch nicht, wo ich die mal geholt habe. Und natürlich die Nikes hier. Ganz traurig finde ich ja hier persönlich diese Simulation von Eiszapfen hier. Herr Bergmann Stream Memes 2020. Die gute alte Streamzeit. Für die, die es nicht mitbekommen hatten, ich habe ja seit Anfang des Jahres 4 Monate lang auf Twitch gestreamt. Deswegen werde ich dich töten, du Drecksvieh! Genau in dieser Art und Weise. Ja. Das war kurz nachdem klar war, dass ich mit Paluten den Podcast mache. Also wenn die Streamzeit, ja, durch ein Video zusammengefasst werden kann, durch einen kurzen Ausschnitt, dann ist es definitiv dieser hier. Ich habe ein vollgepacktes... Dieses Mikrofon. Ah, fantastische Streamzeit. Aber wir kommen so ein bisschen vom Thema ab gerade. Wir wollen uns ja eigentlich Memes anschauen. Woher haben wir das ganze Geld? Finde ich auch sehr, sehr gut. Ich finde meine Frisur dort ein bisschen eigenartig, ehrlich gesagt. Und ich finde, ich sehe auch ein bisschen androgyn aus, ehrlich gesagt. Also von weit weg könnte ich nicht sagen, ob Mann oder Frau. Aber deswegen, es ist ja auch ein universelles Meme. Herr Bergmann. Herr mit den rechten Disney. Mein absoluter Favorit. Ja, das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr gut. Auch wirklich hier völlig am Ende. Dieser Bergmann. Großartig. Das ist einer meiner All-Time-Favorites. I just wait for the end of the advanced calendar here. Großartig. 12. August 2015. Ein knappes halbes Jahr drüber. Und da war schon so eine Verzweiflung hier. Marc, Grüße gehen raus. Ich hoffe, du hast das Adventskalender-Finale gefunden. Das nämlich übrigens draußen ist, Leute. Falls ihr es noch mitbekommen habt. Ist ganz oben der Kanal-Trailer auch hier. Aber... haben wir eh schon alle weggeschaltet. Der Moment, wenn der Lehrer genau die Antwort bekommt, die er wollte. Okay. Ich sollte das lieber hier rüber machen. Ich habe die Google-Bildersuche auch nie verstanden. Aber ich bin zu jung dafür, finde ich immer noch sehr gut. Hier, da ich glaube, da war ich meinem Skin sehr, sehr nah mit diesem Bart hier. Das war die allererste Gamescom. 2013 war das noch. Da habe ich überall diese Karten hier verteilt. Das waren so Visitenkarten. Du konntest aber die Folie abmachen und dann war es halt auch ein Sticker. Und Kedos erzählt heute noch leidenschaftlich gerne, da hatten wir damals noch keinen Kontakt, dass er damals so eine Karte gefunden hat und damals schon dachte, was ist das denn? Ist ja ein cooler Move auf jeden Fall. Und Kedos, wenn du das hörst, vielen Dank. Ich freue mich, dass du dann irgendwann die Nummer auf der Rückseite angerufen hast und dann 3 weitere Jahre gewartet hast, bis wir persönlich in Kontakt kamen. Grüße bitte. YouTube-Teacher. Oha, Leute. Das machen wir, glaube ich, nochmal separat. Das wollte ich die ganze Zeit nochmal machen. Ihr habt doch auch Bock drauf. Ich lese kurz den Klappentext. Lena, die 22-jährige Studentin, hat Liebeskummer. Ihr Freund hat Schluss gemacht. Ihre beste Freundin Caro überredet sie, feiern zu gehen. In einem Club in Köln lernt sie Tim kennen, welcher sie fasziniert. Die beiden treffen sich und entdecken ihre Zuneigung zueinander.
Doch Caro ist misstrauisch, was Tims Beruf betrifft. Noch dazu kommt Tims Ex-Freundin, die ihn wieder zurückhaben will und alles daran setzt, Lena zu vertreiben. Werden Tim und Lena zusammenbleiben können? Viel Spaß beim Lesen. Oha, 15 Kapitel. Oh, ich muss das machen. Wobei, eigentlich müsste ich das ja verfilmen als Kurzfilm. Habe ich auch schon seit Ewigkeiten vor. Aber ich bin jetzt schon großer Fan hier von Tiffifee 16. Liebe Grüße gehen raus an Tiffifee. Wir können mal gucken, was wir hier bei den GIFs finden, Herr Bergmann. Oha, aber brandaktuell hier. Der Loop ist großartig. Ach, der Stream-Chat. Ich vermisse ihn aber auch. Ah, ich habe eine großartige, wirklich großartige Zuschauerschaft gehabt. Liebe Grüße, ich weiß, zwei von euch sind noch da hier auf YouTube. Ja, hier, genau, da kann ich mich auch gut dran erinnern. Das war eine Partynacht, das war die zweite Webvideopreis-Aftershow-Party. Da war ich schon ganz schön gut drauf, sage ich mal, weil Trashy, Grüße bitte, wieder eine seiner berühmten Bohlen spendiert hat. Da, glaube ich, gehe ich gerade auf Hand of Blood zu, um ihm zu gratulieren, dass ich ein weiteres Mal um den Webvideopreis beschissen wurde. Aber was kümmern mich diese alten Kapriolen? Ich bin natürlich auch nicht nahtragend. Das ist jetzt alles? Was gibt's denn hier? Haben wir hier noch was? Ja, ich auch nur meine eigenen Videos. Ich selber bin immer mein größtes Meme. Boah, da habe ich auch letztens im Podcast drüber gesprochen. Das muss ich mir jetzt nochmal kurz angucken. Weil, Leute, meine Wohnung. Ich war das erste Mal in meiner jetzigen Wohnung, die damals noch Dena gehörte. Ja, quatsch nicht so viel. So. Grüße, lieber Simon. Super geil. Und wir sind gerade hier bei Dena in der Butze. Hallo Dena. Guck mal, ich sehe aus wie David Hasselhoff da hinten, der sich gerade so einen Burger reinschreddert. Und die Lampe habe ich immer noch, das ist auch Denas. Bei Butze. Hallo Dena. Hallo, guten Abend. Ach, guck mal, wer da alles damals war. Die Diana ist es doch. Paluten und ich natürlich wieder irgendwie schon abseits beim Kindertisch. Und hier die ganzen erfolgreichen. Kadi ist noch am Start. Diana, wusste geil, dass die damals in der Clique am Start war. Und hier. Die Diana, 100 Germany? Ja. Was war das? Die Fashion? Genau. 100? Hallo. Die Diana hat auch einen YouTube-Kanal, der ist nämlich Die Fashion. Genau. 100 Germany? Ja. Und das ist die KLK. Und da ist der Paluten. Hallo. Und da ist der Bergmann. Er gönnt sich gerade nochmal richtig Sushi. Schmeckt dir das Sushi? Ich hab mich da hänge, Alter. Was ist das? Ich sag's euch ganz ehrlich, Leute, ne? Ich war strunzbetrunken, das weiß ich noch. Ich war wirklich, es ist eigentlich mein persönlicher, ich habe das völlig verdrängt. Also ich habe es letztes Mal erwähnt, ich habe das gar nicht mehr so vor Augen gehabt. Es ist ja wirklich mein persönlicher David Hasselhoff-Moment hier. Das müsste das größte Meme sein. Und dieser Blick, weil ich sag ja auch was. Er gönnt sich gerade nochmal richtig Sushi. Schmeckt dir das Sushi so? Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Sitzen wir wie die Assis hier rum und gucken auf unserem Fernseher, gucken wir YouTube-Videos. Guck mal, der Stuhl ist auch noch da. Der Stuhl. Es ist so bizarr, zu wissen, wer eigentlich alles schon oben auf meiner Couch saß. Die ganze Prominenz YouTube Deutschland saß da. Wie sieht dein Abend aus? Wenn wir mal sagen, was wir für Sushi hatten. Ne? Wie hat sie geschmeckt, die Tasche Sushi? Es war gewöhnungsbedürftig. Nee, ich habe auch sonst keinen Sushi. Ich mag ja keinen Fisch. Ich mag auch den Fisch. Guck, wie nervös der kleine Puppe ist. Und bei, ich finde immer die Algen oder so, das ganze, dieser Meeresgeschmack. Oh, das die Algen. Eigentlich nicht mag, dachte ich, aber ich fand's ganz lecker. Oh, nette Worte hier, hast du es? Oh, nette Worte hier an die Algenlobby. Ja, du kannst mit den Stäbchen essen. Ja, das mit den Stäbchen kriege ich immer noch nicht ganz hin, aber es ist lecker. Ja. Oh, da hast du eine Cola geholt, mach doch mal Schleichwerbung. Ein bisschen Schleichwerbung. Wir müssen auch irgendwie unser Geld auch verdienen. Sehr, sehr geile Cola. Ich möchte einmal hier das Handy überreichen. Einmal kurz das Handy überreichen. Was soll ich jetzt machen? Erzähl mal einen Abschluss. Nee, ich sehe schon kaputt aus. Oh Gott, Alter. Mach einen Abschluss. Nee. Okay. Warum existiert dieses tschüss. Video? Tschüss. Herr Bergmann ist sehr, sehr müde. Sehr, sehr müde. Tschüss. Alter Schwede. So ein Video existiert von mir. Ich muss Simon anschreiben, dass das gelöscht wird. Aber wie gesagt, ich war ja gerade ein Gag. Ich weiß noch, wie müde ich war. Ich war so dermaßen müde. Wir haben den ganzen Abend, haben wir wirklich sehr, sehr intensiv geschlafen. Auch beim Sushi habe ich ganz, ganz viel geschlafen. Und ich wurde einfach nicht wach. Ich war sehr, sehr müde.
komme ich nicht mehr so ganz raus aus der Nummer. Ne? Leute, das war's. Ich bin wirklich, mir macht das super viel Spaß, so ein bisschen in der Vergangenheit. Es ist irgendwie alles wieder so wie früher. Das Regal ist hier, wir schauen alte Videos. Ist eigentlich so, als wären die letzten 7 Jahre nie vorbeigegangen, Leute. Leute, das war's auf jeden Fall jetzt für das heutige Video. Schreibt mir immer gerne in die Kommentare, was ihr noch so für Evergreens habt. Ich störe mich auf jeden Fall sowas von auf die Fanfiction stürzen. Und ansonsten, lasst natürlich gerne Bewertung da. Schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Das war's von mir. Tschüss, euer Bergmann. Hm.